Hallo, hier spricht mal wieder eure Medimikro. Heute geht es um den Lebenszyklus von Bakterien. Auch anders ausgedrückt um die Zyklogenie, der Weg von der Geburt zur Schöpfung neuen Lebens. Zyklus bedeutet Kreis, Genus bedeutet Geburt. Ja. Ich habe jetzt lange nichts mehr von mir hören lassen, aber das hatte seine Gründe. Ich habe ein bisschen Seminare gegeben, ich habe Einzelschulungen gemacht, zwei Bücher geschrieben und viel mikroskopiert. Und während eines Einzelseminars oder einer Einzelschulung, da fiel mir dann auf, okay, wir müssen so langsam mal die Enderliner mit den Dunkelfeldwissenschaftlern so ein bisschen verbrüdern. Und zwar, und das wiederum nochmal durch ein anderes Seminar, sagte mir jemand, dass er sich dann für mein Seminar entschieden hat, weil er hatte sich zwar schon für ein anderes Seminar angemeldet, aber dort sagte man ihm, Borrelien kann man im Dunkelfeldmikroskop nicht sehen. So, und dann haben wir ja diese Leute wie mich. Ich zähle mich jetzt mal zu den Leuten, die mehr so wissenschaftlich arbeiten. Ich kann wieder eigentlich weniger mit diesen Enderlein-Begriffen anfangen. Wobei Enderlein ja eigentlich nur altgriechisch gesprochen hat. Und weil ich ja jetzt sowieso viel mit Würmern und welcher Wurm macht welchen Lebenszyklus und so mich beschäftige, muss ich jetzt momentan sowieso sehr viel altgriechisch lernen. Also ich hatte ein Einzelseminar und da erklärte ich so ein bisschen parallel zu Enderlein, wie ähnlich sich doch die Borrelien verhalten in Bezug, ja, also in Bezug auf ihren Lebenszyklus. Und irgendwann merkte ich, mein Gott, da sind ja voll die Parallelen. Und deshalb möchte ich euch heute ein bisschen, ja, vielleicht rückt ihr ja so ein bisschen aneinander. Mal gucken. Also ich habe mir Professor Edward Hindle herausgesucht. Meistens steht da immer nur E. Hindle 1912. Also der Edward Hindle hat 1912 den Lebenszyklus der Hühnerborreliose beschrieben. Also von der Spirocheta gallinarum. Damals sagte man ja noch Spirocheta zu generell allen Spirocheten. Heute differenziert man das mehr und sagt, das ist eine Borrelienform, also Borrelia. So, und das ist jetzt nun mal die Hühnerborreliose. Das hat er sehr, sehr aufwendig und genau beschrieben. Ich kenne heute keinen, der so genau mal Borrelia burgdorferi beschrieben hat. Und der, den ich parallel damit vergleiche, ist Professor Dr. Günther Enderlein. Der hat das Buch Bakterienzyklogenie 1915-1916 geschrieben. Und da ist es schon mal schön, Edward Hindle hat also seinen Lebenszyklus 1912 veröffentlicht und hier sind wir bei 1915, 1916. Das gefiel mir sehr gut. Und auch der eine benutzt das Wort Lebenszyklus, der andere das Wort Zyklogenie. Letzten Endes meinen die natürlich sehr, sehr, eigentlich das, ich meine, sie meinen dasselbe. Da könnte man mich jetzt noch korrigieren, falls ich das nicht ganz überblicke. Zyklus, wie gesagt, Kreis, Genus, Geburt, also und das andere, das benutzt das Wort Life Cycle. Okay. Und der Edward Hindle, der ist geboren 1886 und der Günther Enderlein, der ist 1872 geboren. Und gestorben ist Hindle 1973 und der Enderlein 1968. Was auch spannend ist, finde ich, dass die beide, also beide waren Zoologen. Ja. Und beide erkannten einen Lebenszyklus, der mit einer kleinen Einheit beginnt und durch das Nährmedium bzw. Milieu, je nachdem, was man halt meint, welchen Begriff man wählen möchte, also Nährmedium oder Milieu, das Wachstum nimmt dann seinen Lauf. Also die vergrößern sich, werden, teilen sich häufiger, so etwas. Milieu, Nährmedium,
Zum Beispiel, als Beispiel jetzt, wäre auch ein Diabetes. Das ist natürlich klar. Umso mehr der Blutzucker steigt, nehmen wir mal den Altersdiabetes, umso mehr der Blutzucker steigt, umso mehr können Bakterien sich davon ernähren. Letzten Endes verändert sich also auch das Milieu. Ja? Und es ist ja letzten Endes auch egal, ob ich das Wort Granular nehme oder Symbiont. Oder Enderlein hat ja noch viele Fachausdrücke. Das muss ich tatsächlich mal ablesen. Oid wäre dann so der typischere Begriff wahrscheinlich. Aber da komme ich jetzt gleich noch ein bisschen genauer drauf. Wichtig ist noch eine Sache. Es gibt verzweigte Formeln, die häufig als Pilz gedeutet werden, auch heute noch von Mikroskopisten und auch natürlich damals als Pilz oder pflanzliche Natur gedeutet worden sind, nur aufgrund der Verzweigungen. Und man hat nicht erkannt einfach, dass es sich dabei um Bakterien handelt. Heute kennen wir die Nokardien, das sind so Aszkomyzeten. Da ist es halt bekannt, dass halt auch Bakterien sich verzweigen können. Bei der Syphilis ist es auch bekannt, da nennt man das dann Dolden- oder Knospenbildung. Gut, also deswegen hat der Enderlein in Wirklichkeit ja nicht behauptet, dass aus einem kleinen Teil dass jetzt ein Bakterium ist, dass daraus kein Pilz entstanden ist. Also nicht wirklich. Also nicht, und wenn man das heute mit heutigen Augen betrachtet, dann bleiben natürlich Bakterien immer Bakterien und werden niemals Pilze. Ein Pilz entsteht aus einer Spore und wird dann ein Pilz und es war vorher eine Pilzspore und ist dann ein verzweigter Pilz, meinetwegen mit Fruchtkörpern. Also das muss man genetisch trennen. Es ist so, wie wenn sich ein Hund immer mit einem Hund paart, und das geht auch nicht anders, dann entsteht niemals ein Eichhörnchen. Ja. Und dann gibt es halt Begriffe von Enderlein, Gonidie, Zystit. Und die beschreiben genau dasselbe wie kokoide Form oder kokoider Morphotyp, Gemma, Spheroplast, das ist alles dasselbe. Und Enderlein beschreibt auch in seinem Buch Bakterienzyklogenie genau, was er sieht und genau, wo diese Gonidie, wo diese zystige Form, wo sitzt die am Spirochetenleib? Sitzt die in der Mitte oder sitzt die außen? Da kenne ich heute auch niemanden, der das so genau noch nimmt. Aber das war sehr, sehr bezeichnend. Und diese kleinen Körnchen, die werden dann auch als Granularkörnchen schon von, oder später dann, nicht schon, später von Willi Burgdorfer genannt. Also Granular, Granulis, Granulae, das sind so die Begriffe der heutigen Wissenschaft. Enderlein hat sie Trophosomen genannt. Oder diese filamentösen Formen, das kann man auch Aszit natürlich nennen. Man kann es aber genauso aktive Fadenform nennen. Man kann es in verschiedene Begriffe zwingen. Aber letzten Endes ist diese filamentöse Form, dieses wie ein gewundenes langes Haar, nennen wir es mal Spirochete, das meint letzten Endes immer dasselbe. Der Franz Arnoul hat in seinem Buch Der Schlüssel des Lebens so ein bisschen dann erklärt, dass sich das Leben in einem Kreis befindet und erst wenn das Milieu sich ändert, dann entsteht aus einem Symbiont, der eben noch total nett war, ein Bösewicht. Da muss ich sagen, da gehe ich nicht so ganz mit. Natürlich ist es so, wenn ich einem Bakterium Futter gebe, dann wird es größer. Das ist ganz normal. Wenn ich eine Pflanze dünge, wird sie schließlich auch größer. Es ist aber nicht so, dass die kleinste Einheit, also in meiner Welt, in meinem Verständnis, die kleinste Einheit ist aber nicht unbedingt
weniger schädlich. Eine kleine Einheit kann immer in eine Zelle eindringen. Also da gehe ich mit den Enderlinern nicht mit. Und dieses Buch Bakterienzyklogenie, was ich da relativ genial finde, ist, dass man sich mal über geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung von Bakterien beschreibt, dass man, dass man darüber überhaupt redet. Das finde ich total wichtig auch, weil das kennen wir so nicht. Und dass man von einer Urzelle spricht und dann wirklich genauestens beschreibt, wo welche Form sich bildet, das finde ich gut. Und ich finde eine klare Sprache gut. Wer das Buch Bakterienzyklogenie von Günther Enderlein besitzt, der kann gerne mal nachgucken. Da gibt es die Figur 82. Und zwar hat Robert Koch war ein begnadeter Spirochetenforscher. Das wissen viele nicht. Robert Koch hat sogar eine eigene Spirochete, Borrelia kochii. Das ist auch ein westafrikanisches Rückfallfieber. Es geht jetzt um das. Der hat halt sehr viel dann Zeckeneier genommen und da wirklich genau geguckt, sind da schon wieder kleine Spirocheten drin. Okay, aber Robert Koch zeichnete 1877 eine Mundspirochete. Und diese Mundspirochete, Spirocheta dentium, heute kennen wir sie unter dem Begriff Treponema dentium, die hat Günther Enderlein dann in folgende Abschnitte eingeteilt. Und zwar ist es ein Syndimychid mit Trophosomen und einer Telogonidie. Und allein das ist schon wieder typisch Enderlein und ziemlich genial. Das Mychid ist also diese Urzelle, Syn zusammengesetzt und die besteht aus noch zwei Formen am Mychid. Und das ist dieser Aszit, ist dieser ja, gewundene Fadenform. Die Trophosomen, das ist das, was wir heute unter dem Begriff Granular kennen. Und dieses Wort Telogonidie sagt uns einfach, wo diese Zystenform sitzt, nämlich am entferntesten Punkt. Teleobjektiv kennt man ja, Ferne. Telogonidie, am entferntesten Punkt sitzt eine Zystenform, ein Zystit. Ich mache mal einen ganz kleinen Exkurs für die, die sich noch ein bisschen weiterentwickeln wollen. Es gibt einen Film bei YouTube, Der Krebsbankrott. Und da geht es um Dr. Alfons Weber. Und dieser Dr. Alfons Weber hat sich mit einer Protozoe beschäftigt, er hat die Krebsprotozoe genannt. Da findet man dieselben Formen, aber lasst euch nicht verwirren, ihr werdet andere Begriffe hören. Da heißen die Trophosomen, heißen plötzlich Korpuskel. Und eine Gonidie ist dann ein Merozoid. Ich sag ja, das ist sehr kompliziert. Und jetzt spreche ich nochmal kurz in der Sprache, wo man in der heutigen Wissenschaft spricht. Die Trophosomen sind die Granulakörnchen. Und eine Gonidie ist heute eine Gemma. In der Mehrzahl wären es Gemmae. Man kann auch Spheroplasten sagen. Man kann auch kokoide Morphotypen sagen. Diese heutige Wissenschaft, ich will nicht sagen, dass da alles richtig und toll dran ist, aber wenn wir natürlich heute so eine generell so gewundene Fadenform haben, dann kann man monoklonale Antikörper drauflassen und dann wird das so markiert. Also dann ist das Bakterium, sieht man so vor uns und sieht man vor sich, wenn man durchs Mikroskop guckt. Und dann ist da wie so eine kleine Wolke drumherum, weil diese kleinen Antikörper alle schön angedockt haben. Und ich muss sagen, dieses Ganze, was man heute über Enderlein behauptet, der hat ja eigentlich ganz toll die Spirocheten beschrieben, aber was man heute behauptet, dass dann aus einem kleinen Symbionten wird später vielleicht noch ein Pilz oder irgend sowas, da geht natürlich heute die Wissenschaft überhaupt nicht mit. Das kann man vergessen. Wo die Wissenschaft mitgeht, ist bei der Borrelienforschung.
Nur, nicht die Ärzte, wirklich die Universitäten und Wissenschaftler. Und jetzt kommen wir schon zu dem Thema, zu dem Edward Hindle. Edward Hindle hat natürlich sehr, sehr klar den Lebenszyklus jetzt von einer Spirochete beschrieben, aber man kann auf Borrelia burgdorferi sehr viele Schlüsse zurück, ja, ziehen und das ist, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also Ehindel ist eigentlich heute am nahesten an unserer Wissenschaft. Also da geht dann 1951 hat ja Willy Burgdorfer seine Doktorarbeit veröffentlicht und dann auch die ganzen 80er und 90er Jahre, die ganzen Veröffentlichungen von Willy Burgdorfer sind sehr nah am Ehindel. Und von daher muss ich auch sagen, also bin ich auch eigentlich mehr an Ehindel dran. Und Ehindel hat in seinem Paper, sage ich mal, sehr genau gezeichnet, wie Günther Enderlein auch. Der hat auch sehr, sehr viel gezeichnet. Der hat keine Fotos gemacht, wäre aber zu der Zeit auf jeden Fall denkbar gewesen. Okay, aber er hat die Entwicklung von einer Spirochete zum Coccoiden-Morphotypen gezeichnet. Und das könnt ihr jetzt auf diesen Folien sehen. Also links habt ihr die Spirochete mit Spitzenenden. Borrelia burgdorferi hat ja stumpfe Enden. Und dann zerfällt diese Spirochete in kleine Körnchen. Das sind die Granulae, die Granular-Körnchen, ja? Und dann auf der rechten Seite hinter dem Pfeil seht ihr wieder, wie von einer kleinen Kugel wieder über, dann Willy Burgdorfer hat den Begriff Jungspirochete geprägt, wie von einer kleinen, wieder von einem kleinen Körnchen, eine Jungspirochete und dann eine große Spirochete wieder entstehen kann. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt, warum macht eine Borrelie das eine und das andere, der wird feststellen, okay, das hat seinen Sinn. Ich passe einfach irgendwo im Kleinen besser irgendwo rein, zum Beispiel in eine Zelle, passe ich besser rein, als wenn ich jetzt 10 bis 30 Mikrometer groß bin. Das ist eigentlich reine Physik. So, und dann hat er auch noch was anderes gezeichnet, also wieder von links nach rechts, erstmal von klein nach groß, aber er beschreibt dann auch schon eine Zyste. Eine Zystenbildung. Enderlein würde das jetzt Gonidien nennen und da hat auch dann genaue Begriffe, also warum, wie das jetzt in der Mitte heißt und wie gesagt, am Ende ist es dann die Telogonidie. Okay, also man findet immer wieder dieselben Sachen und rechts sieht man dann auch eine Querteilung. Ich weiß nicht, achtet mal ganz genau darauf. Das ist so, als ob man einfach so eine Salami in 3 Stücke zerteilt hat. Das ist also eine normale Querteilung. Ja, dann gibt es noch das Phänomen, aus einer sehr, sehr langen Spirochete bildet sich eine Schleife oder macht die Spirochete eine Schleife, wird dann immer enger und an dem äußersten Punkt, also diesem Knickpunkt, da wird sie dünner. Bricht dann an der Stelle auf oder aber geht dann nochmal so auseinander. Aber das ist dann nochmal jetzt genau eine mittige Teilung, sage ich mal. Aber das nennt man dann auch Querteilung. Und ihr könnt im rechten Bereich oben nochmal sehen, das ist also eine fragmentierte Teilung. Aber sie kann halt auch eine segmentierte Teilung machen und daraus entstehen also dann wieder diese Coccoiden-Morphotypen, die Granulé-Körnchen. Okay, hier nochmal ein ganz einfaches Schema. Ich habe also irgendwann eine lange Borrelie, die ist jetzt gewachsen durch das Milieu oder meinetwegen durch das Nährmedium. Ist halt sehr groß und prächtig gewachsen, hier links zu sehen. Dann wird es dünner und auf einmal haben wir wieder 2 relativ mittelgroße Spirochäten. Ja, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Links haben wir noch eine relativ gewellte Borrelie. Dann kommt so eine gerade Streckung, dann zerfällt sie in kleine Körnchen
Aber sie könnte auch was anderes machen. Sie kann halt auch unter Ausbildung eines Querfadens sich jetzt in drei Teile teilen oder ganz rechts in viele verschiedene Teile. Das kann ich jetzt nicht sagen. Manche sagen, bis zu 41 Teile können so Spielraketen. Aber das kommt auch auf den Stamm drauf an, kann man jetzt nicht genau sagen. Aber wichtig ist immer diese Ausbildung eines Querfadens. Also die bewegen sich jetzt noch durch diesen Querfaden, dass sie noch alle zusammenhängen und dann irgendwann trennen sie sich dann. Noch ein kompliziertes Bild. Hier sieht man links eine Perlenkette, nicht zu verwechseln mit einer Streptokokkenkette, also Strepto im Sinne von Kette und Kokken Kugelformen. Streptokokken bewegen sich nicht aktiv durch das Blut, ja, also so als Verbund. Und hier sieht man jetzt hinter dem Pfeil nach rechts, wie sich diese Kokkenkette aufteilt. Wir nennen das jetzt mal nicht Kokken in dem Fall, sondern wirklich mal Zystenformen oder Gemma. Und diese Zystenformen können so verschiedene Sachen machen. Entweder kommt aus einer Zyste wieder kleine Granularkörnchen heraus oder aber kleine Fäden. Also, ja, in Anleihen würde ich wahrscheinlich sagen, da kommen jetzt Aszites raus oder ich weiß es aber nicht genau. So. Wenn man jetzt Enderliner wäre, würde man sagen Mukor oder Urozyklode mit einigen Wuchsformen. Und ist man jetzt der Borrelien-Experte, sagt man Borrelia, String of Pearls und Gamay. So würde man sich dann ausdrücken. Und hier nochmal als Erinnerung, also die Borrelien können halt so ein String of Pearls machen. Ich überlege, ob das jetzt sinnvoll ist, aber ich mache jetzt einfach diesen Einschub. Das ist nicht ganz leider getrennt. Es gibt ja zum einen den String of Pearls, dann hat man klein aufgefädelte Granula und es gibt den String of Pearls, da hat man die Zystenformen aneinander. Das wird leider doppelt benutzt. Das nur als Hinweis, also nicht, das braucht er mir auch nicht ankreiden, dass ich das jetzt falsch gesagt habe. Das ist ein bisschen unterschiedlich in der Literatur. Ich sag ja, die ganzen Vokabeln hier gehen rauf und runter durcheinander. Bei der Mikroskopie ist es aber wichtig, ihr müsst die Formen wiedererkennen. Um nichts anderes geht es. Wer sie letzten Endes nennt, ist es völlig egal. Hier sieht man jetzt nochmal links eine Zystenform. Diese Zyste streckt sich zu einer Schlauchform und diese Schlauchform dreht sich dann immer mehr ab und produziert dann eine Perlenkette. Und diese Perlenkette löst sich wieder in einzelne Perlen, in einzelne Zysten, in einzelne Gonidien, in einzelne Gemma, wie ihr sie nennen wollt. Und aus diesen Gemma kommen dann halt wieder neue Spirochäten raus. Entweder über diesen Umweg, dass die so eine Art wie kleine Sporen machen, also kleine Körnchen kommen da raus. Dann können sie wieder zu ganz kleinen Minifäden werden und diese kleinen Minifäden können wieder in sich in Zellen hineinbohren. Oder aber es werden gleich etwas dickere Fäden, die dann einfach lustig zum Beispiel im Blutkreislauf herumpaddeln und ein paar Neurotoxine abgeben, die sich dann wiederum im Gehirn anfinden. Und hier nochmal der Überblick von Ehinde. Ich beginne jetzt ganz oben und dann gehe ich im Uhrzeigersinn. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Also ganz oben seht ihr eine Borrelie, die dann noch ein bisschen wächst und dann noch mal ein bisschen mehr wächst und irgendwann fängt sie an, eine Schleife zu bilden. Dann hat man die Schleifenform oder auch Schleifenbildung genannt. Und dann folgt eine Querteilung. Dann haben wir wieder zwei, in dem Fall zwei gleich große Stücke. Und dieses eine Stück hat sich dann überlegt, nicht nochmal lang und groß zu werden, sondern, wir sind jetzt schon kurz vor der Zelle, sondern zerfällt in einzelne kleine Körnchen, in die Granularkörnchen. Und also in dem Fall nehmen wir es mal Cocoid Bodies, weil wir sind jetzt hier im Englischen. Und dann können diese kleinen Körnchen zum Beispiel auch wieder in eine Zelle eindringen. In diesem Fall ist es aber eine Zeckenzelle, keine menschliche Zelle. Ja, und dann haben wir zum Beispiel eingerollte Spirochäten in der Zelle
Und die warten jetzt darauf, dass doch mal wieder gesogen wird an einem ziemlich warmen Tier. Und der Vogel, weil wir sind ja jetzt bei der Hühnerborreliose, der Vogel ist ein sehr warmes Tier. Okay. Hier zum Beispiel zerfällt dann die Borrelie in kleine Körnchen in der Zelle und schiebt dann aus ihrer Zelle kleine Körnchen. Da ist auch wieder eine sehr starke Parallelität zum Krebsbankrott. Das hatte ich kurz erwähnt. Bei dem Krebsbankrott geht es halt um Bakterien, / Protozoen, eigentlich um Protozoen, die kleine Körnchen auch aus ihren Zellen entlassen. Ja, so, also wir haben dann so ganz kleine Zellen und da seht ihr dann so ein bisschen auch, da ist dann so eine binäre Teilung, das nennt sich also Zweiteilung von so kleinen Kügelchen oder aber auch, dass sich Kügelchen immer mehr langstrecken und zu Schlauchformen werden. Und hier in diesem Fall bei der Hühnerborreliose wird aus dieser Schlauchform wieder eine relativ dicke, moppelige Borrelie, die dann immer länger und länger wird. Und somit bin ich wieder oben angekommen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ja, ich habe euch wieder mal ein bisschen unter den Tisch geredet, befürchte ich. Ich weiß, dass ich das eigentlich nicht möchte. Ich habe auch überlegt, das Video wieder zu kürzen. Ich wollte eigentlich noch viel mehr reinbringen. Eigentlich wollte ich diesmal mal, oh ja, heute, dieses Mal wollte ich mal den ganzen Lebenszyklus veröffentlichen. Aber das schaffe ich jetzt immer noch nicht, weil das ist einfach zu viel auf einmal. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wir haben praktisch das Phänomen, dass wir einen rechten und einen linken Flügel haben. Der rechte Flügel ist, sagen wir mal, ja, rechts und links, das ist ja heute wieder so politisch, aber der eine Flügel steht halt für die Enderlein-Theorie und der andere Flügel mehr für die Borrelien-Theorie, wobei, ist ja keine Theorie, aber, ne? Und wir sind aber ein Vogel, das sagt man so im Englischen, ja? Also wir sind one bird und wir sollten auch mal überlegen, ob wir nicht doch ein bisschen mal zusammenrücken. Wie gesagt, es ist doch eigentlich nur ein sehr genaues altgriechisches Beschreiben von Herrn Enderlein. Und der Patient, der zum Heilpraktiker geht, der möchte ja auch eine vernünftige Diagnose haben. Der möchte doch nicht an einem Mychit leiden oder an einem Mukor oder was auch immer. Daher kann man da nicht einfach so einen Schrägstrich immer reinmachen, so wie ich das eben auch gebracht habe. Also, dass man sagt, nach Enderlein heißt es jetzt so und so und in der Borrelienforschung heißt es halt so und so. Wir werden immer noch neuere Vokabeln oder noch andere Vokabeln finden. Wie gesagt, wenn wir noch den Dr. Alfons Weber mit reinnehmen, da hat uns damals die Bild-Zeitung getitelt Krebs durch Mückenstich. Weil Krebs nach Dr. Alfons Weber eine Infektionserkrankung ist, die halt übertragen wird und möglicherweise halt auch durch Mücken. Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt, das könnt ihr euch mal angucken, der Krebsbankrott, da sagen wir zwar nicht das mit den Mücken, aber zumindest, dass das irgendwie eine Infektionserkrankung ist und eine Infektionserkrankung muss man sich ja immer fragen, wie kommt es hinein, wie kommt es in einen Organismus? Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Macht noch was Schönes oder legt euch gleich schlafen, wie auch immer. Alles Liebe, eure Medimikro. Tschüss.